Ihr solltet nun alle meinen Bildschirm sehen. Genau, perfekt. Beginnen wir ganz kurz. Wer spricht heute zu euch? Wir haben dabei meine Kollegen, den Christoph Lukas, den Vasile Kotovanu, den Andreas Klauser und den Matthias Günther. Sie werden zum Hauptteil referieren und vertieft auf die Themen eingehen und meine Wenigkeit zum Thema Community Building. Worum geht es heute? Wir machen ein kurzes Intro. Woher kommen wir? Wir werden dann vertieft auf das Thema OGP 2.0 eingehen, auf die Roadmap vorstellen, ganz vertieft das Thema Funktionalitäten mit OGP 2.0 und dann immer noch den Wechsel zu OGP 2.0 SDK und dann auch mit euch diskutieren. Ich übergebe damit an meinen Kollegen Christoph. Gut, herzlich willkommen auch von meiner Seite als Product Owner des Open Journey Planners OJP. Die Frage ist immer, woher kommen wir? Weshalb machen wir als SBB den Open Journey Planner überhaupt? Und das hat eine kleine Vorgeschichte, das gibt es dazu die Delegierte Verordnung der EU 2017-1926, dieser technische Titel dazu. Und damals hat das BAV, ich glaube, das war so eben 2017 oder 2018, hat das BAV entschieden, dass diese Delegierte Verordnung, die sich mit multimodaler Reisebegleitung oder Reiseauskunft auseinandersetzt, hat das BAV entschieden, diese Verordnung zu übernehmen, auch für die Schweiz, und hat diesen Auftrag uns, einem Team bei SBB Infrastruktur, das da SKI heißt, was für Systemaufgaben Kundeninformation steht, übertragen. Und jetzt kann man sich fragen, ja, weshalb noch das Plus darin, weil wir bei SKI Plus eben nicht nur die normale ÖV-Daten publiziert, sondern mitunter eben auch was über den herkömmlichen konzessionierten öffentlichen Verkehr hinausgeht. Wir werden das auch noch sehen. Wir befassen uns eben auch mit Sharing-Daten. Wir haben Straßendaten drin. Wir machen eben auch Auskunft im multimodalen Bereich und deshalb dieses Plus. Und damit zahlen wir auch auf diese NADIM, diese nationale Datenvernetzungsinfrastruktur der Mobilität, eben NADIM kurz, ein. Und wir bauen im Auftrag des Bundesamts für Verkehr diese NADIM-Infrastruktur auf und leisten hier gewisse Vorarbeiten für die MODI, eine andere Abkürzung, die da heißt Mobilitätsdateninfrastruktur. Wir sehen hier, wir sind da nicht alleine, die daran arbeiten, sondern wir haben unten als Basis die Swisstopo, Bundesamt für Landestopographie, das eben das Verkehrsnetz Schweiz aufbaut, worauf dann die ganzen Geodaten basieren werden, diese Geoinformationen, die da zur Verfügung stellen. Im Moment basiert das Routing, das wir anbieten, noch auf OpenStreetMap, dereinst mit dem Verkehrsnetz Schweiz, soll dann aber auf diese schweizweit bekannten Infrastruktur von Swisstopo geroutet werden. Daneben haben wir noch eine Partnerschaft mit dem Astra, dem Bundesamt für Straßen, und dort verteilen wir die Verkehrsdaten der Schweiz mit Lichtsignalanlagen und Straßenzähldaten. Die NADIM beinhaltet heute eben die Open Data Plattform einerseits und darin eine kleine Schnittstelle oder eine zentrale Schnittstelle ist der Open Journey Planner, worauf wir später noch darauf eingehen werden.
Einerseits ziehen wir da verschiedene Quellen an, stellen die Daten zur Verfügung auf der Open Data Plattform als Datensatz oder integrieren diese Daten eben auch im Open Journey Planner und stellen die API kostenlos zur Verfügung, so wie wir auch die Daten kostenlos zur Verfügung stellen, sodass irgendjemand die Daten beziehen kann und etwas mit diesen Daten machen kann. Wichtig zu sagen, dass wir von SKI Plus, wir machen keine eigene Applikation, sondern wir stellen nur die Daten bzw. die API zur Verfügung, sodass Dritte, sei das aus Forschung, aus staatsnahen Betrieben oder auch Private, etwas damit machen können und die Daten so veredeln können und neue Applikationen damit entwickeln können. Was haben wir heute schon integriert? Einerseits klar die Daten des öffentlichen Verkehrs. Das sind Fahrplandaten, das sind Echtzeitdaten, die da drin sind. Aber wir sehen es da an den weiteren Waben eher in der Mitte. Wir haben die Ladestation-Infrastruktur integriert, die uns vom Bundesamt für Energie zur Verfügung gestellt wird. Wir haben sämtliche Sharing-Dienste, die ebenfalls vom Bundesamt für Energie gesammelt werden, integriert im Open Journey Planner oder eben auch auf der Open Data Plattform als selbstständiger Datensatz zur Verfügung gestellt. Wir gehen da weiter. Wir haben neue Daten in der Pipeline, so zum Beispiel die Belegungsprognosen, die wir integrieren würden. Wir möchten gerne Ereignismeldungen auch zur Verfügung stellen, Lift-Informationen oder auch die Fernbusse, die nicht konzessionierte Reiseinformationen darstellen, integrieren und dann gesamthaft im Open Journey Planner zur Verfügung stellen. Damit gebe ich das Wort gleich weiter an Matthias. OGP 1.0 wurde ursprünglich mehr für klassisches ÖV-Routing angedacht und hat nicht ganz alles unterstützt, was wir wollten. Die Intermodalität war eben nicht vollständig, nur teilweise. Sie war vorhanden, aber gewisse Sachen konnten wir nicht darstellen. Auch die, man muss ja wissen, dass OGP arbeitet ja ohne State auf der Serverseite, was der Benutzer schon gemacht hat. Also wird also keine Session geführt, es wird auch nicht irgendeine ID für einen Kunden mitgeführt, die dann sagt, was er schon gemacht hat. Also muss man alles, was berücksichtigt werden sollte, mitgeben. Wir haben die User Preferences etwas ausgebaut. Es gab Leute, die wollten noch weitergehen mit dem Ausbau der User Preferences. Das wurde bis jetzt nicht gemacht, weil es eben auch in gewisser Weise nicht die Idee ist, was das Open Journey Planner Protokoll unterstützen soll. Also die Logik der Benutzerverwaltung und der User Preference und die ganze Historie wird nicht bei uns gespeichert, sondern die muss weiter vorne in der Pipeline gespeichert sein. Auch als OGP 1.0 entstand, war die delegierte Verordnung noch nicht fertig. Das heißt, es kamen noch Daten dazu, die berücksichtigt werden müssen, die man ausdrücken können will. Des Weiteren haben wir auch integriert, dass Linien, die nicht für alle sind, also mehr so Firmen-Shuttle, ähnliche Sachen, auch integriert werden könnten und dann auch gesucht werden können. Die On-Demand-Verkehre werden sehr viel besser unterstützt. Dann haben wir auch gewisse Weiterentwicklungen aus Transmodel und NetEx nachvollzogen, die eben auch dazu dienten, die Multimodalität zu fördern. Und zuletzt hat OGP basiert auf Siri teilweise und dort war es eine sehr alte Version. Und mit der Erneuerung auf die neueste Version dort bekamen wir zum Beispiel sehr viel bessere Störungsmeldungen, die Belegungsprognose kann übermittelt werden und solche Sachen. Das heißt, es ging primär um eine Erweiterung von Funktionalität. Und damit zu Andreas.
Jetzt hört ihr mich auch. Genau. Nächster Punkt ist eben, wir wollen natürlich diese OGP 2.0 umsetzen. Da kommen wir gleich, kommen wir gleich zur Roadmap. Einiges haben wir bereits integriert. Die OGP 2.0 Schnittstelle ist eigentlich schon bereits live. Wir haben sie eben noch nicht offiziell angekündigt, weil wir eben noch nicht alle Features, die wir jetzt eigentlich in OGP 1.0 haben, bereits umgesetzt haben. Aber das wird bis Q3 eigentlich der Fall sein. Jetzt aktuell in Q2, wie Christoph schon erwähnt hat, sind wir am Implementieren der Störungsmeldungen. Wir zeigen dann kurz auch noch etwas zum Autoverlad und wir wollen das Ganze auch noch weiter treiben, indem wir den Response-Text, Response-Kontext ergänzen und auch die erklärende Echtzeit, was wir jetzt neu eigentlich über OGP 2.0 erst ermöglicht wird, dass wir auch Ausfälle anzeigen können, was unter OGP 1.0 so nicht möglich war, weil das eigentlich im Standard so nicht vorgesehen war. Genau, und zudem werden wir auch die Möglichkeiten, das Routing zu beeinflussen, eben zum Beispiel mit möglichst wenig Umstiegen, das werden wir auch in Q3 einbauen. In Q4 wird dann die Multimodalität eingebaut. Da kommen wir auch noch kurz drauf, wie wir das eigentlich vorgesehen haben. Da haben wir dann die Möglichkeit, einen zweistufigen Prozess eigentlich einzuführen und eigentlich auch die Abfragemöglichkeiten für den Kunden stark zu verbessern. Und in Q4 ebenfalls eingeführt wird eigentlich die und der On-Demand-Verkehr und auch, dass wir nach verschiedenen Point of Interests filtern können. Zu den neuen Funktionalitäten in OGP 2.0. Wir haben die Statusabfrage haben wir verbessert. Wir können neu die Verfügbarkeit haben wir eingeführt. Das wurde von Trias übernommen und für die Echtzeitfähigkeit, vor allem bei den ersten und letzten Meilen, wurde der Trip Refinement Request eingeführt, den wir auch eigentlich aus Trias teilweise übernommen haben und eben auch um die Lags in der ersten und letzten Meile zu korrigieren. Das werde ich noch kurz ansprechen dann. Haben wir den Trip Change Request eingeführt und auch die Informationen zu den Linien. Zudem kamen neue Konzepte dazu, die Formationsdaten und eben auch die Belegung, die Christoph bereits erwähnt hat, und auch die Unterstützung für den Bedarfsverkehr, also einfach, wo man Verkehr antworten kann. Und Shared Mobility wird jetzt nicht mehr wie in OGP 1.0 mit Erweiterungen eingebaut, sondern das kommt jetzt eigentlich out of the box aus dem eigentlichen Standard. Und zudem haben wir auch bei der Modellierung darauf geschaut, dass wir uns ein bisschen dem Transmodel entsprechen und uns dieser Modellierung annähern. Dann haben wir weitere Aktualisierungen vorgenommen. Es gibt eben neue Optimierungsmethoden für die Anfrage. Die Angleichung an EPIAP, NETEX Teil 6. Dort unterstützen wir jetzt eben auch PathLink. Das soll in Zukunft uns ermöglichen, dass wir für Behinderte oder eben verschiedener Art, nicht nur Gehbehinderte, bessere Möglichkeiten haben, ihnen geeignete Informationen zu geben. Eine einfache Variante haben wir bereits eingeführt, da komme ich dann im Anschluss noch drauf, aber wir möchten eigentlich dann detaillierte Informationen, eben von welchem Perron benutze ich welchen Lift, um die Ebene zu wechseln und solche Sachen.
Genau, zudem haben wir eben mehr Möglichkeiten, um Fehler anzuzeigen, sodass auch die Anfragensysteme bessere Feedback-Informationen vom Backend bekommen können. Wir haben neue Filter eingeführt, den Operator-Filter und auch Tarifzonen. Und wir haben auf dem GitHub, wo der Standard auch hinterlegt ist, haben wir zusätzliche Beispiele eingefügt, sodass Leute, die diesen Standard implementieren möchten, dort auch nachschauen können, wie das Ganze angedacht und umgesetzt werden könnte. Dann haben wir auch noch einige Anpassungen gemacht. Also wir haben IDs aktualisiert. Vieles haben wir vereinfacht, was ging. Und wie schon erwähnt, kommt jetzt die erklärende Echtzeit dazu, dass auch Züge, die im Fahrplan sind, aber ausgefallen sind, korrekt angezeigt werden. Heute werden Züge, die nicht fahren, einfach nicht mehr angezeigt. Zudem kann jetzt auch die Mehrwertsteuer korrekt ausgegeben werden. Also besser gesagt, wir haben jetzt die Möglichkeit, die Mehrwertsteuer als Prozentsatz zu hinterlegen, sodass die dann jeweils korrekt berechnet wird, basierend auf allen fälligen Preisinformationen. Gut, dann gehe ich mal weiter. Ganz kurz, es gibt noch eine Frage im Chat. Ja. Genau, hat es dort die Formation international oder nur Schweiz? Ich beantworte das sonst. Also Siri ist ja eigentlich nur das Format, aber du kannst praktisch eine beliebige Formation dort reintun. Es ist einfach recht komplex, aber das sind ja Formationen immer. Der Spezialist dazu ist Adrian Eschbacher. Der hat auf ÖV-Info in der Siri RG findest du das ein Beispiel, das er gemacht hat, jetzt für die Schweiz. Aber das ist nicht per se, dass es nicht geht für Internationale. Ich schicke dann den Link noch schnell im Chat. Genau. Aktuell haben wir selbst die Informationen dazu noch nicht, aber das wird Teil der Arbeiten in diesem Jahr sein, dass wir das auch noch einführen. Nun zu der bereits implementierten minimalen Behig-Info. Wir haben eben dies Lake Alight haben wir das schon implementiert. Jetzt in vielen Fällen haben wir noch nicht genügend genaue Infos, im Speziellen dort, wo wir eigentlich nur die Haltestellen genaue Informationen haben, ist oft noch No Data. Also das hilft natürlich den Behinderten in diesem Falle noch nicht wirklich weiter. Besser ist es eben, wenn wir zumindest dieses Icon anzeigen können. Dort kann er zum Beispiel mit Unterstützung vom Fahrer kann er den Zug oder auch den Bus besteigen. Dort ist meistens irgendeine Rampe oder eine Vorrichtung nötig, die der Fahrer oder Chauffeur bedienen kann, um so den Einstieg zu ermöglichen. Und das Letzte ist dann eigentlich, wo ein Behinderter also ein Gehbehinderter in diesem Fall eigentlich selbstständig einsteigen kann. Es gibt noch die vierte Variante, dort, wo eigentlich der Behinderte vorgängig informieren muss. Wir sind noch nicht ganz so weit wie die Accessibility-App von der SBB. Die verarbeiten dort weiterführende Daten, um eigentlich an ihre Informationen zu kommen, die zum Teil auch etwas besser und genauer sind als unsere. Oft, wenn wir No-Data anzeigen, haben sie schon durch die Vernetzung mit verschiedenen Datensätzen etwas bessere Informationen. Aber mit der Korrektur oder mit der Erweiterung, dass wir in Zukunft eigentlich immer steiggenaue Daten haben sollten im Fahrplan, wird dann eigentlich automatisch auch diese Info besser, weil wir dann eben genauer wissen, an welchem Zug an welchem Steig das Fahrzeug oder der Zug hält und somit dann auch besser Auskunft geben können, ob jetzt ein Einstieg problemlos oder mit Hilfe
möglich ist. Oh, so, Entschuldigung. Ich habe zwei Fragen im Chat. Okay. Sorry, genau. Ja, ich sehe den Chat nicht, aber ja, danke. Ist die Belegung ein Thema der SKI Roadmap und werden in Zukunft die TU diese Daten liefern müssen, auch für Busse? Nein, das ist meines Wissens kein Meilenstein der SKI Roadmap. Wir bedienen uns hier einfach an den Daten, die uns zur Verfügung stehen, sprich aus den Belegungsprognosen, die bei CAPRE, heißt das System, glaube ich, bei der SBB. Wir beziehen die Daten dort raus. Das beinhaltet nicht die Belegung im Nahverkehr, sondern ist eher auf die Bahn spezifisch. Genau, grundsätzlich, wenn wir die Info haben, würden wir sie natürlich teilen. Ja, genau. Nun zum multimodalen Routing. Das ist jetzt Zukunftsmusik. Das kommt erst noch. Das ist auch noch nicht, also das ist jetzt eine Visualisierung, die wir von unserem Anbieter haben, die wir zeigen dürfen. Aber das ist dann nicht garantiert, dass das dann so umgesetzt wird, respektive es wird bei unserer Applikation, bei unserer Demo-App sicher ein bisschen anders aussehen. Aber das wäre jetzt so ein Screen, wie er aussehen könnte, wo ich einen Vorschlag bekomme mit verschiedenen Varianten, wie ich mich eben bewegen kann mit verschiedenen Möglichkeiten für die erste und die letzte Meile. Und jetzt hier ausgewählt wurde eigentlich die Option E-Scooter. Ich hätte auch noch die Möglichkeit, eigentlich den Standard öffentlichen Verkehr hier markiert mit PT für Public Transport oder auch noch Bike Sharing oder eben On-Demand-Verkehr mit Parking genau anzuzeigen. Jetzt hier im Beispiel sind drei Varianten angezeigt: eine mit Fahrrad am Anfang, respektive E-Scooter, eine mit E-Scooter nur am Ende und auch noch eine Variante mit E-Scooter am Anfang und am Ende und einer anderen Verbindung mit Umstieg. Der Kunde wählt jetzt für diesen Fall die Verbindung, wo er dem ÖV nicht umsteigen muss. Genau, und dort haben wir jetzt die Möglichkeit, mit dem Trip Change Request die letzte Meile jetzt hier zu aktualisieren. Und dort einen Vorschlag auszuarbeiten, während dem bei der ersten Screen noch eine Schätzung war, wird jetzt hier die genaue Route mit dem E-Scooter berechnet und auch eine genaue Zeit angegeben, wie lange das man mit dem Fahrrad oder eben mit diesem E-Scooter dann haben würde. Und mit dem Check kann ich dann mit einem Trip Refinement Request auch noch überprüfen, ob jetzt dieser E-Scooter auch noch an diesem Ort ist. Zum Beispiel, wenn ich die Reise vor 2 Stunden geplant habe, möchte ich ja dann, wenn ich wirklich losreise, wissen, ob ich jetzt diesen E-Scooter dort noch verwenden kann oder ob ich eben zum Beispiel auf einen anderen E-Scooter ausweichen muss und dieser steht dann vielleicht an einem etwas anderen Ort. Und das kann ich dann eben aktualisieren mit dem Trip Refinement Request. Genau. Nun zum Autozug. Wir haben da einen ersten Durchstich gemacht. Das Ganze ist jetzt noch nicht live, aber wir werden da vermutlich in den nächsten Wochen dies auch publizieren. Neu kann man eigentlich mit dem IV-Routing, also im Individualverkehr, kann ich mir eine Autoroute aussuchen und wenn die Möglichkeit besteht, einen Autoverlad zu benutzen, wird dieser auch dann angezeigt, so in dieser Art, wie wir das hier jetzt bereits visualisiert haben. Bis dato war immer, wenn man das IV-Routing ausgewählt hat, wurde dann einfach die Route mit dem Auto eigentlich nur über die Straßen berechnet und neu können wir eigentlich dieses quasi öffentliche Verkehrsmittel, diesen Autozug eben auch noch einbinden. Das Ganze gilt dann auch für
Schiffsfähren in der Schweiz, die wir in der gleichen Art eigentlich einbinden und die dann eben auch als mögliche Reiseroute einbezogen werden. Dann gebe ich weiter an dich, Matthias. Präsentierst du noch gleich etwas weiter? Ja. Danke. So, jetzt ist es so, weil die schon OGP 1.0 umgesetzt haben, möchten natürlich vielleicht wissen, wie aufwendig ist das umzubauen. Und es ist im Normalfall nicht beliebig aufwendig. Ich wollte das kurz demonstrieren, aber dann frisst das zu viel Zeit. Wir schenken euch dann noch ein Video mit, wo ich diese Umwandlung schnell mache. Die Hauptschritte sind eigentlich, dass man oben im Header die Version wechselt auf 1, von 1 nach 2. Dann haben wir eben, das war ein Teil der Aufräumarbeiten, dass die Namespaces jetzt besser gemacht werden, also dass wirklich die Siri-Elemente den Siri-Namespace haben und die OGP-Elemente gar keinen oder zumindest nicht einen, der explizit genannt ist. Das kann man zum Teil, wenn man 1.0 hat, relativ leicht machen, dass man das einfach umorganisiert oder in einem bestehenden Request halt mit Global Search and Replace macht. Je nachdem, wie man es selber organisiert hat, muss man mehr oder weniger machen. Dann haben wir eine gewisse Kürzungen gemacht, also zum Beispiel im Location Name nach Name. Und in wenigen Fällen wurde es geändert. Andreas hat es erwähnt. Wir hatten früher Include Real-Time Data, das heißt einfach Echtzeit Ja, Nein. Und neu kann man auswählen zwischen voller Echtzeit, erklärender Echtzeit und keine Echtzeit. Und dann auch, das ist das nächste, das ist ein Aufräumarbeit zwischen mit Transmodel, das Places. Enthaltet jetzt Places und nicht mehr Locations. Dann haben wir weitere Kürzungen vorgenommen, dass einfach IDs heißen jetzt einfach ID, fast egal in welchem Element. Und Replek wurde zu Lek verkürzt. Auch das ist dann besser aligned mit Transmodel. Dann etwas, was man diskutieren könnte, ist, dass der Published Line Name ist jetzt Published Service Name. Wir hatten gefunden, das ist allgemeiner und so wurde es gemacht. Dann im Normalfall hat ja ein einzelne Journey innerhalb eines Lakes hat nur einen Operator. Theoretisch ist es aber möglich, dass es mehrere hat, wenn man dann die komplexeren internationalen Sachen macht, die sich jetzt auch darstellen lassen. Darum ist die Operator-Ref dann innerhalb eines Elements Operator-Ref so, dass man theoretisch mehrere haben könnte. Dann wurde bei den Attributen etwas umgebaut. Text wurde zu User-Text und die Facilities, die dort drin sind, die muss man noch kapseln innerhalb von einem Facility-Element. Dann hatten wir Transfer-Mode. Das ist bei den Umsteigen wichtig. Das haben wir umbenannt in Transfer-Type, weil Mode hat ja sonst eine Doppelbedeutung. Und dann gibt es noch Sachen, das Track Start, Track End, einfach wurde etwas aufgeräumt, die heißen jetzt Track Section Start und Track Section End und dann noch Intermediates to Intermediate. Und wenn man das gemacht hat, dann sollten die meisten Requests und die meisten Responses dann bereits wieder gültig sein. Das ist einfach für das, was bis jetzt gemacht wurde. Und eben, wie gesagt, wir schicken dann nachher noch ein Video mit, wo ich 1:1 für einen Request und eine Response das durchführe. So, we switch now to Vasile, I guess. I think you will present on your own. Hallo zusammen. Ich werde auf Deutsch versuchen, aber ja, so wenn es gibt Fragen, einfach in den Chat oder mich fragen. So, ich share my screen. Könnt ihr meine Screen sehen? Gut.
Yes. Okay, good. Okay, so the Open Transport Data FV platform, für einen schnellen Einstieg, ja, bietet mehrere Repositories. Aber ja, die Startpunkt ist den Organisation GitHub Konto. So ja, und dann das ist GitHub on GitHub OpenTData.ch. Und hier wir haben verschiedene Repositories für OGP, so für den SDKs und für die Clients, die implementieren diese SDKs. So der, und ja, die erste Repo, das sprechen wir heute, ist diese OGP SDK Meta Central Repo. Das, so diese Repo, es ist die Foundation von SDK SDKs. So wenn du musst starten und ja, ihr könnt noch nicht welche Plattform zu nutzen, dann das ist der beste Startpunkt. Hier es gibt die Schema, die Models, die Dokumentierung für was wollen wir hier zeigen. Und ja, die große Herausforderungen sind die XML-Conversion oder so und XML-Parsing in den Clients. Und hier ja, haben wir den Models und wir wollen alle dokumentieren, oder? Und dann für jede spezifische Plattform, es gibt eine SDK. So wir haben mit JavaScript gestartet, so vor 2 Jahren. Es ist eine TypeScript-JavaScript-SDK. Und dann, ja, nur dieses Jahr, wir haben mit Mobile Native Platforms gestartet und wir haben eine iOS und eine Android-spezifische Repo. Und dann für jede von diesen SDKs, sie kommen mit eine Demo-App, so eine Repo, das zeigen, wie kann man den SDK und den API implementieren und dann wie kann man diese Visualisierung, oder so eine Visualisierung machen. Und ja, der Demonstrator liegt in eigene Repo oder in den SDK selbst. Und dann, ja, am nächsten Folie, ich möchte euch zeigen den Vergleich zwischen den Plattform-SDKs. So zum Beispiel, ich habe es schon gesagt, so für JavaScript, wir haben vor 2 Jahren schon gestartet mit dieser SDK und es gibt in den Main Branch, so in den Default Branches, es gibt immer noch den OGP 1.0 Implementierung und nur dieses Jahr haben wir mit 2.0 gestartet und es ist in dieser Specific Branch und mit alle diese Veränderungen, dass die Matthias hat schon gezeigt, so die Kürzelname, die Änderungen für Attribute und so weiter. iOS und Android haben keine OGP 1.0 Implementierung, nur mit 2.0 haben wir gestartet und es ist so fresh, so ja, wir sind am Anfang. Und für APIs, so ich weiß es nicht, ob ich habe schon erklärt, aber ja, so es gibt vier APIs von OGP, das OGP Backend bietet. So eine ist Location Information Request, so zu zeigen alle Orte around me oder für einen Namen, dass man kann in eine Karte oder in eine Liste zeigen. Und dann es gibt diese Trip Request, so von A nach B, so eine Route zu machen. Und dann Trip Info Request für eine spezifische Service von das eine Transportunternehmer bieten. Und dann es gibt auch diese Stop Event Request, so alle Abfahrten oder Anfahrten an eine spezifische Haltestelle geben. So für JavaScript, wir haben diese drei APIs implementiert, noch nicht eine Use Case für Trip Info Request, aber ja, wir werden auch machen. Und für iOS und Android, wir sind bereit mit Location Information Request, so alle Orten around me oder eine Suche für einen Namen. Ja, das geht jetzt. Aber ja, für Trip Request, es ist in Arbeit, so wir werden ein bisschen später kommen. Das war dann OGP 2.0 vergleichen und dann ja, so den Demo-App, das haben wir schon auch implementiert vor 2 Jahren für OGP 1.0, das ist die Folie von der, das ist eine Angular Open-Source Web-Applikation und ja, es ist built mit
SVB Angular GUI Elements, so für Dropdown Elements, für ja, die Abfahrten und die Trips Anzeigen und ja, für die Karten, wir haben Mapbox und MapLibre benutzt. So, ja, yeah, so alles in Open Source ist auch, hat die einige Repo. Und ja, es gibt, nutzt den OGPJS TypeScript SDK, oder? Und die nächste Version, das haben wir gemacht, es ist das gleiche, oder? Aber nutzen die neue SDK von dieser Branche, das habe ich schon gezeigt. Es ist in eine non-productive System, so ja, bitte nicht so viel abusieren, aber ja, das geht noch und ja, es ist in sync mit Development von die andere OGP-Themen. Ich kann einfach ja, zeigen, denn those Repos, wenn ich habe irgendwo hier. So mit dem ja, nochmal die Startpunkt. Sie ist meine Screen. Ja, es ist noch hier, oder? Sie können meine Screen sehen, oder? Ja. Gut, es ist perfekt. So ja, dann nochmal den Startpunkt. Es ist den OpenTData.ch Organization Home Screen. Und hier es gibt paar Repositories. Ja, eine ist PIN, so OGP SDK. Wenn du Business-Seeker willst zu starten, hier ist ein Platz. Aber ja, die anderen haben zum Beispiel OGP Demo App und das ist die Demo App, haben wir gemacht für OGP 1.0 und dann für OGP 2.0. Es gibt andere Repo an diese nicht produktive URL. So, Demo. Hier, ja, genau. So, ja. Es ist. Okay, jetzt sollte ich. So, ja, und dann Location Information Request habe ich schon gesagt. So, es ist diese Dropdown mit Informationen. Und dann ja, zum Beispiel zum Kur oder ja, andere Straßen. Und ja, es sollte gehen. Und ja, das ist eine Trip-Request-Visualisierung, das haben wir gemacht. Und ja, für jede Leg oder Trip, wir können zeigen oder den Transfer, zum Beispiel in, ja, so diese Leg von Zürich nach Kur oder Station Board. Wenn das geht, wir haben noch nicht getestet, aber ja. Okay, noch nicht an alle, aber ja. So Station Board, es ist noch nicht implementiert, aber ja, das wird auch kommen. Die Features, das wollen wir an den OGP Demo Beta on OGP 2.0 Plattform. Ja, sie sind in Arbeit, habt ihr schon gesehen. Und ja, den Roadmap für uns, es ist immer so, wenn Backend ist ready mit neuen APIs, wir können in der Demo App schon implementieren, visualisieren diese Features. So, den Roadmap für uns, wenn ihr habt Fragen oder Issues oder Wünsche, was möchten wir priorisieren, einfach hier in diese Repo gehen und dann Request machen. So, ja, yeah, oder auch den Sky Plus Team kontaktieren. Das ist am besten. Ja, ich denke, ich bin bereit mit den SDK-Teilen. Ich gebe den Screen zurück. Andreas, zeigst du wieder? Kleiner Augenblick. Dann würden wir jetzt zu
den Ressourcen übergehen, Folie 28. Und dann 29, das sind eben noch die Links, die relevanten. Die habt ihr ja alle schon bekommen, die haben wir nicht geändert seit dem letzten Mal. Dann wären wir jetzt bei Fragen und Diskussionen angelangt. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Also was man vielleicht auch noch sagen kann über die Roadmap, die Andreas gezeigt hat, wenn jemand ganz dringend Funktionalität braucht für irgendetwas, dann kann man sich gerne mit unserem Product Owner in Verbindung setzen. Mhm. Willst du noch das Slido kurz einblenden? Da gab es halt technische Störungen leider. Okay. Ansonsten würde ich noch ein, zwei Folie weitergehen. Könntest du einmal klicken, Andreas? Zum Thema OGP Community. Ganz herzlich möchte ich euch einladen, euch mit uns zu verlinken. Wir werden regelmäßig informieren zu Meetups, Updates zu unserer Schnittstelle und auch natürlich zum Feedback geben. Was bekommt er? Er bekommt dadurch natürlich passgenauere Services und inklusive Updates. Und da möchte ich euch ganz herzlich einladen, entweder an unseren Briefkasten zu schreiben, an opendata.sbb.ch oder direkt auch gerne an mich, dass wir da einfach nochmal in Kontakt treten können. Einmal weiter, bitte. Und auch noch, was wir uns am Herzen liegt, im November findet die DINACON wieder statt. Und wir sind aktuell auf der Suche nach Speakern. Wenn ihr Lust habt, euren Use Case zu präsentieren oder interessante Beiträge habt, meldet euch super gerne bei uns. Gerne könnt ihr da Speaker bei der diesjährigen DINACON werden. Genau. Ansonsten gibt es noch Fragen irgendwie zur Roadmap? Ja, es hat noch eine Frage. Genau. I switch to English. In the format, you have elements that you can use to describe this kind of waiting times. Yes, there is a Siri element that one can use. I will post the information about that in the chat. I have to search, but we'll do that. Also it's, I think it's a check-in, check-out. Also this is a Siri element that is used for many different things. It can be used for waiting times. It could also explain that you have to pass customs. It can also, for instance, be used to describe that in the TGV, at least in Paris, the doors are closed some minutes before the train leaves, and you can also describe that with a check-in time. And that's the idea how this is handled in a trip. The question was, when I'm searching for an itinerary that advises me to load the car on a train, is there a way to describe the waiting time before boarding, if any? And I think this is not only important for car transport rail, this may also be important for funiculars and other things where there might be a very long waiting line. But it can be expressed. The question is, do you have the data? Weitere Fragen?
von eurer Seite. Ja, ansonsten würde ich an der Stelle sagen, ganz, ganz herzlichen Dank von eurer Seite für die Teilnahme. Wenn noch Fragen sind im Nachgang, meldet euch jederzeit sehr gerne bei uns. Die beantworten wir, auch die Fragen, die heute gestellt worden sind, schicken wir gerne auch nochmal in die Runde zusammen mit dem angesprochenen Video. Und wir freuen uns natürlich wieder auf das nächste Mal. Wir werden in Kürze nochmal berichten, wann das nächste Meetup stattfindet.